Nun kommen wir zu Punkt 1 unserer Tagesordnung. Das ist die mündliche Fragestunde, die ich mit der Frage 311 und dem Herrn Abgeordneten Greilich beginne. Bitte schön. Ich frage die Landesregierung, wie steht sie zu der Forderung, für Notfalleinsätze auch private Fahrzeuge ehrenamtlicher Führungskräfte mit Blaulicht auszustatten, wie dies in anderen Bundesländern, z.B. in Niedersachsen, bereits möglich ist? Herr Innenminister Beuth. Der Landesregierung ist es ein wichtiges Anliegen, dass die Einsatzkräfte der Feuerwehr schnellstmöglich am Einsatzort eintreffen. Vor allem in einer auf ehrenamtlichen Helfern basierenden flächendeckenden Gefahrenabwehr kann die Erlaubnis für einen eng begrenzten Kreis von ehrenamtlichen Führungskräften, ihre Privatfahrzeuge mit Sondersignalen auszurüsten, sowie die Erlaubnis der Fahrt mit Sondersignalen ein weiteres wichtiges Instrument sein. Aus diesem Grunde wird die Landesregierung eine eng begrenzte Zulassung des Einsatzes von Sondersignalen für private Kraftfahrzeuge von ehrenamtlichen Führungskräften des Brandschutzes und des Rettungsdienstes in engem Rahmen ermöglichen. Außerdem müssen hierzu vor allen Dingen noch Haftungsfragen geklärt werden, falls es zu Unfällen oder zur Nutzung von Privatfahrzeugen durch andere Personen als den Berechtigten kommt. Hierzu sind wir noch in Detailprüfung. Zusatzfrage, Herr Kollege Greilich. Ist denn in irgendeiner Form absehbar, wie lange die Landesregierung noch brauchen wird, um die seit langem bekannten Fragen in dem Zusammenhang zu klären? Es gibt hierzu keinen Zeitplan, aber wir bemühen uns darum, es sehr zeitnah zu ermöglichen. Frage 312, Herr Kollege Greilich. Ich frage die Landesregierung, wie viele abgelehnte Asylbewerber aus dem ehemaligen Jugoslawien wurden in den einzelnen Monaten des Jahres 2015 bis Ende Mai jeweils abgeschoben? Herr Innenminister Beuth. Herr Abgeordneter, die Zahl der Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern aus dem ehemaligen Jugoslawien stellt sich wie folgt dar: im Januar 16, im Februar 2015 53, im März 2015 44, im April 2015 72, im Mai 2015 108 und im Juni 2015, die Zahl habe ich noch aktuell hinzugefügt, 190. 190. Danke schön. Dann kommt die Frage 314, Herr Abgeordneter Honka. Ich frage die Landesregierung, wie bewertet sie die Tatsache, dass Hessen im ersten Quartal 2015 größter Pro-Kopf-Zahler im Länderfinanzausgleich war? Herr Staatsminister Dr. Schäfer. Herr Abgeordneter Honka, meine Damen und Herren, in der Tat war Hessen im ersten Quartal dieses Jahres pro Einwohner betrachtet der stärkste Einzahler in das System des Länderfinanzausgleichs. Mit 107 Euro je Einwohner lag Hessen in der Abrechnung des Länderfinanzausgleichs für das erste Quartal wieder an der Spitze der Zahlerländer und übertraf sogar das Bundesland Bayern, das in den vergangenen Jahren immer stärkster Pro-Kopf-Zahler war, entsprechend übertroffen. Wir haben im ersten Quartal insgesamt 650 Millionen Euro in den LFA eingezahlt. Damit hatten wir auch den stärksten Anstieg aller Bundesländer bei der Zahllast zu verzeichnen. Insofern ist die Frage der Bewertung durchaus ambivalent. Einerseits ist es ein Indiz dafür, dass das Gesamtsystem des Länderfinanzausgleichs, wie von uns ja nicht nur kritisiert, sondern im wahrsten Sinne des Wortes auch beklagt, eine entsprechende Überforderung der drei, mit Hamburg 3,5 Zahlerländern zur Finanzierung des Gesamtsystems. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Ausweis der enormen Wirtschaftskraft des Landes Hessen und des entsprechenden Standortvorteils, den unser Land genießt und sich auch in den Steuereinnahmen niederschlägt. Insofern sehen Sie mich in dieser Frage ambivalent, gleichwohl entschlossen, in den Verhandlungen zu den Bund-Länder-Finanzbeziehungen an dieser Stelle zur Verbesserung für Hessen zu kommen. Frage 316, Herr Abgeordneter Merz. Ich frage die Landesregierung, welche Möglichkeiten zur Förderung von Familienbildungsstätten sieht sie? Herr Sozialminister Grüttner. Für Familienbildungsstätten ist keine pauschale Förderung vorgesehen. Wir unterstützen die Durchführung von zwei Fachveranstaltungen jährlich, die von der
Arbeitsgemeinschaft hessischer Familienbildungsstätten organisiert und durchgeführt werden. Generell räumt die Landesregierung familienorientierter Bildungsbegleitung einen hohen Stellenwert ein, entsprechend den Bedürfnissen von Familien nach lebensbegleitenden, generationenübergreifenden und sozialraumorientierten Angeboten findet Familienbildung an verschiedenen Orten statt, so zum Beispiel auch in Mehrgenerationenhäusern, Familien- und Mütterzentren sowie im Rahmen der Beratungsangebote der frühen Hilfe. Sie bieten für Kinder und Familien eine ganzheitliche, familienbezogene Infrastruktur an und werden im Rahmen von Landeszuwendungen und kommunalisierten Mitteln unterstützt. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Merz. Herr Minister, wenn Sie der Familienbildung so einen hohen Stellenwert einräumen, wäre es dann nicht angemessen gewesen, den Städten, die originär solche Angebote vorhalten, im Rahmen des Sozialbudgets wieder eine pauschalierte Förderung zugutekommen zu lassen? Herr Staatsminister Grüttner. Herr Abgeordneter, die pauschalierte Zuwendung ist seit 2004 nicht mehr im Landeshaushalt verankert. Ich kenne nun eine ganze Reihe aus den Jahren Forderungen, die an mich herangetragen worden sind, muss allerdings sagen und bitte das aber jetzt nicht als Aufforderung zu verstehen an die Familienbildungsstätten, dass die bisher noch nicht an mich herangetreten sind mit dem Wunsch einer pauschalen Förderung. Sie sind allerdings mit dem Wunsch herangetragen, an mich herangetretene, teilweise investive Förderungen vorzunehmen. Das haben wir auch im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel getan. Zusatzfrage, Herr Kollege Merz. Danke. Sind Sie herangetreten an die Kollegen von der Koalition auch? Aber die Zusatzfrage, Herr Minister, ist folgende. Ist es vorstellbar, dass die Familienbildungsstätten unter der Förderlinie Familienzentren gefördert werden, wenn Sie denn einen Antrag stellten? Herr Minister Grüttner. Familienzentren müssen ganz gewisse Voraussetzungen schaffen und vorweisen, um als Familienzentrum anerkannt zu werden. Und nur auf dieser Grundlage ist eine Möglichkeit der Förderung gegeben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass im Rahmen dieser Förderrichtlinie Familienbildungsstätten Fördermittel aus diesem Bereich bekommen können. Keine Zusatzfragen. Wir kommen zu 317. Frau Abgeordnete Arnold. Ich frage die Landesregierung, welche Vorteile verspricht sie sich von der verlängerten Gültigkeit von Lohnsteuerfreibeträgen? Herr Finanzminister Dr. Schäfer. Frau Abgeordnete Arnold, meine sehr verehrten Damen und Herren, bisher war die Gültigkeit von Eintragung von Freibeträgen auf der Lohnsteuerkarte auf ein Jahr beschränkt. Die Neuregelung, die im Zuge der Einführung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale eingeführt wird, gibt die Möglichkeit, solche Freibeträge nunmehr für 2 Jahre Gültigkeit zu beanspruchen. Das ist natürlich auf der Hand liegend ein Beitrag zur Entbürokratisierung, weil sich damit rechnerisch die Zahl der Besuche beim Finanzamt zum Eintragen der Merkmale halbiert und die entsprechenden Freibeträge eine längere Gültigkeitsdauer beanspruchen können. Die Neuregelung ist beabsichtigt, ab dem 1. Oktober mit Wirkung für Freibetragszeiträume ab 2016 zu ermöglichen. Das heißt, wer nach dem 1. Oktober zum Finanzamt geht und einen Freibetrag beantragt, kann ihn auch für das Jahr 2016 und das Jahr 2017 gleichzeitig beantragen. Also ist eine Erleichterung für den Steuerpflichtigen, aber auch für die Verwaltung. Frage 318, Herr Dr. Hahn. Ich frage die Landesregierung, welche finanziellen Auswirkungen hat die Nichtberücksichtigung von JVA-Häftlingen als Einwohner im kommunalen Finanzausgleich für Hünfeld und andere JVA-Standorte? Herr Finanzminister Dr. Schäfer. Herr Abgeordneter Hahn, mit dem kommunalen Finanzausgleich 2016 wird erstmals in der Geschichte des Landes für die Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen nicht mehr ein Verteilschlüssel der Steuereinnahmen, sondern wie Sie alle wissen, ein an den Bedarf der Kommunen orientiertes Ausgleichssystem geschaffen. Deshalb bestand die Aufgabe, auch das bisherige System der Zuweisungen darauf zu überprüfen, wo ein enger Konnex zwischen tatsächlichen Bedarfslagen vor Ort und den entsprechenden Finanzierungsinstrumentarien des kommunalen Finanzausgleichs liegen. Und dabei fiel auf, dass die für den Standort der Justizvollzugsanstalt in Hünfeld
extra im Gesetz verankerten Regelung, es betrifft am Ende nur die Stadt Hünfeld, für die entsprechenden Ausgleichszahlungen, die, wie Sie als ehemaliger Amtsinhaber wissen, im Zuge des Gesamtpaketes für Hünfeld bei der Errichtung der Justizvollzugsanstalt seinerzeit verabredet worden ist, beinhaltet hat. Da wir nun aber in einer Situation sind, dass im kommunalen Finanzausgleich solche Elemente nach der Entscheidung des Staatsgerichtshofes verfassungsgemäß keine Berücksichtigung mehr finden können, die unmittelbare Bedarfslagen vor Ort nicht mehr berücksichtigt, sind wir in Gesprächen mit der Stadt Hünfeld zu einer Lösung gekommen, die es ermöglichen wird, den Erwartungen der Stadt Hünfeld gerecht zu werden, gleichwohl aber eine Integration im kommunalen Finanzausgleich für die Zukunft nicht mehr zu haben. Zusatzfrage, Dr. Hahn. Wie sieht diese Lösung aus, Herr Staatsminister? Herr Staatsminister Dr. Schäfer. Der Entwurf des Landeshaushaltes für das Jahr 2016 wird, so das Kabinett ihn in den nächsten Tagen beschließen wird, eine Zuwendung aus dem Einzelplan 05 für die Stadt Hünfeld, die kompensatorische Wirkung für die wegfallenden Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich beinhaltet, enthalten. Und noch eine Zusatzfrage, Herr Dr. Hahn. Gab es mit der Stadt Hünfeld vertragliche Vereinbarungen? Und wenn ja, werden die jetzt geändert? Herr Dr. Schäfer. Herr Abgeordneter Hahn, wie ich eben schon sagte, war die Änderung des kommunalen Finanzausgleichs seinerzeit Bestandteil der vertraglichen Vereinbarung mit der Stadt Hünfeld. Und wenn aber ein Teil der Vereinbarung sich rechtlich nicht mehr als durchführungsmöglich erweist, enthält der Vertrag eine Regelung, dass dann eine im weitesten Sinne sinngemäß vergleichbare Regelung an dessen Stelle treten soll. Diese Regelung werden wir der Stadt Hünfeld so vorschlagen. Es ist in den vorgeschalteten Gesprächen von dort Einvernehmen signalisiert worden, sodass ich davon ausgehe, dass im Rahmen einer Ergänzungsvereinbarung des Justizressorts mit der Stadt Hünfeld zu der alten seinerzeitigen vertraglichen Vereinbarung die Rechtsgrundlage für die Ausführung der jetzt geschaffenen haushaltsrechtlichen Ermächtigung geschaffen wird. Zusatzfrage, Herr Kollege Warnecke. Herr Staatsminister, sind diese vertraglichen Regelungen nur zwischen dem Justizministerium und der Stadt Hünfeld vereinbart worden oder gab es als Grundlage einen Kabinettsbeschluss? Herr Staatsminister Dr. Schäfer. Das kann ich Ihnen aus der Erinnerung nicht mehr genau sagen. Ich glaube aber, dass es an der Stelle nicht nur einen Kabinettsbeschluss, sondern ja vor allem auch einen Gesetzesbeschluss gab, denn sonst wäre das Finanzausgleichsgesetz an dieser Stelle nicht geändert worden. Insofern war dieser Teil der Verabredung auch mit Gesetzeskraft ausgestattet. Deshalb müssen wir ihn ja jetzt im gesetzlichen Rahmen dann auch verändern. Frage 319, Frau Kollegin Wallmann, die übernimmt Herr Kollege Reul. Wo ist er denn? Halt, erster Augenblick. Ich frage die Landesregierung, welches Informationsangebot zu Steuerfragen hält sie zur Unterstützung von gemeinnützigen Vereinen und ehrenamtlich engagierten Personen bereit? Herr Finanzminister Dr. Schäfer. Herr Abgeordneter Reul, wir wissen gemeinsam, dass das Steuerrecht für gemeinnützige Vereine sehr vielschichtig und an manchen Stellen auch nicht unkompliziert ist. Aber es trägt dem Umstand Rechnung, dass gemeinnützige Vereine die Gemeinnützigkeit ja auch dafür nutzen, Zuwendungen, die sie erhalten, mit Quittungen zu versehen, die wiederum der Zuwendende zur Minderung seiner Steuerlast verwendet. Wir also bei der Frage der Einhaltung der Gemeinnützigkeitsregeln immer auch um die Einhaltung von Regeln, die zweckgerichtete Verwendung von Steuersubstrat an der Stelle darstellen, überprüfen müssen. Vor allem mit Hinblick darauf, dass all diese Arbeit auf der Seite der Ehrenamtlichen, auf der Seite der Vereine von Ehrenamtlichen geleistet werden müssen, sind die zuständigen Finanzämter im Rahmen ihrer Möglichkeit kontinuierlich bemüht, die verantwortlichen Vereinsvertreter bei der Bewältigung der steuerrechtlichen Anforderungen zu unterstützen. Aus diesem Grund führt das Finanzministerium gemeinsam mit den örtlichen Finanzämtern seit 15 Jahren die Informationsveranstaltung Gemeinnützige Vereine und Steuern durch. Bei den bisher hessenweit nahezu 100 Veranstaltungen haben über 45.000 Ehrenamtliche teilgenommen. Die positive Resonanz führt auch dazu, dass wir das Angebot dieser Veranstaltungen auch im Weiteren intensivieren.
Und wo immer Frau Staatssekretärin Dr. Weiler und ich Zeit haben, versuchen wir auch zumindest teilweise an den Veranstaltungen teilzunehmen, um auch ein Stück der Anerkennung gegenüber den Ehrenamtlichen durch die persönliche Teilnahme zum Ausdruck zu bringen. Darüber hinaus wird im Rahmen der Veranstaltung den Ehrenamtlichen angeboten, auch den unmittelbaren Kontakt zu den verantwortlichen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern in ihren jeweiligen Finanzämtern zu suchen, um einen Gesprächsfaden aufzunehmen, der dann, wenn es auch mal schwierige Sachverhalte zu erörtern gibt, an der Stelle auch praktisch in der Zukunft genutzt werden kann. Daneben stellen wir einen entsprechenden Wegweiser für die Vereine zur Verfügung und immer wieder verbunden mit dem Aufruf, frühzeitig mit der Finanzverwaltung bei Zweifelsfragen Kontakt aufzunehmen, weil es immer hilfreich ist, vorher einen Sachverhalt gemeinschaftlich zu durchdenken, als erst mal zu handeln und dann möglicherweise bei der turnusmäßigen Überprüfung alle 3 Jahre dann vor Probleme gestellt zu werden, deren Lösung dann umso schwieriger ist, wenn man sie nicht frühzeitig angegangen hat. Vielen Dank. Jetzt ist der Dr. Spieß da. Ich habe ausführlich gratuliert. Bitte das Protokoll nachzulesen. Alles Gute. Der, Ihr Vorsitzender wollte auch mit Ihnen reden über die Glückwünsche. Das können Sie jetzt machen. Er hat sie vermisst die ganze Zeit. Wir haben die Frage 323, Frau Abgeordnete Müller-Kassel. Ich frage die Landesregierung, wie weit sind die Vorbereitungen zur Gründung der AG Nahmobilität vorangeschritten? Herr Wirtschaftsminister. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Müller, nach zahlreichen Vorgesprächen hat sich am 7. Juli 2015 der Lenkungskreis getroffen, der die Arbeit der AG Nahmobilität vorbereitet. Zur Mitarbeit eingeladen waren Kommunen und Hochschulen, die IHK Frankfurt am Main, stellvertretend für alle Industrie- und Handelskammern in Hessen, Verkehrsverbände wie der ADFC, der VCD und Fuß e.V., aber auch Vertreter der Verkehrsverbünde. Im Rahmen des Lenkungskreises sollen jetzt Expertengremien zu den Themen integrative Verkehrsplanung, Fußverkehr und Radverkehr entwickelt werden. Diese werden in der zweiten Jahreshälfte 2015 mit ihren Sitzungen beginnen, die von Fachpaten und Moderatoren begleitet werden. Die Expertengremien und der Lenkungskreis bereiten unter anderem die eigentliche Gründungsveranstaltung der AG Nahmobilität Hessen vor. Diese ist für das erste Halbjahr 2016 vorgesehen. Das Land wird eine Geschäftsstelle und die Tagungen finanzieren und auch die längerfristig geplante Arbeit der AG Nahmobilität begleiten. Nach allen Gesprächen, die wir geführt haben, besteht landesweit ein hohes Interesse daran, für ein fahrradfreundliches Klima zu sorgen und den Belangen der Fußgänger mehr Geltung zu verschaffen. Deshalb darf man zuversichtlich sein, dass die Arbeitsgemeinschaft in überschaubarer Zeit zu konkreten Ergebnissen kommt. Das Land betrachtet die AG Nahmobilität als ein Angebot an die vielen verschiedenen Akteure in Hessen, die bereits umfangreich vorhandenen Kompetenzen zu bündeln. Vielen Dank. Die Frage 324, Herr Abgeordneter Klose. Welche Erkenntnisse gewinnt die Landesregierung aus den Ergebnissen der kürzlich vorgestellten KfW-Gründerstudie im Hinblick auf ihre Gründerförderung? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, die Landesregierung sieht sich bei ihrer Wirtschaftsförderung, die sich vor allem an Gründerinnen und Gründer, kleine und mittelgroße Unternehmen richtet, durch die KfW-Gründerstudie bestätigt. Neben wirtschafts- und gründerfreundlichen Rahmenbedingungen in Hessen sind passgenaue und praxisgerechte Förderungen durch Kreditprogramme, Bürgschaften und Beteiligungen Ziel der hessischen Wirtschaftspolitik. Aus Sicht der Landesregierung ist es erfreulich und gleichzeitig auch eine Bestätigung der Standort- und Förderpolitik, dass in der KfW-Gründerstudie Hessen die höchste Gründerquote nach den Stadtstaaten hat und damit auf dem ersten Platz aller Flächenländer steht. Dem KfW-Gründungsmonitor 2015 liegt dabei wie in den Vorjahren ein 3-Jahres-Durchschnitt, dieses Mal für die Jahre 2012 bis 2014 zugrunde. Sehr erfreulich ist die kontinuierliche Aufwärtsentwicklung Hessens in den letzten Jahren. Vor 4 Jahren, das war der 3-Jahres-Durchschnitt 2008 bis 2010, nahm Hessen noch Rang 6 der Flächenländer ein. Vor 3 Jahren wie auch vor 2 Jahren konnten wir uns auf Rang 3 der Flächenländer verbessern. Im letzten Jahr wurde Rang 2 erobert, bevor es nun dieses Jahr zum Spitzenplatz reichte.
Gerade Neugründungen tragen nach Auffassung der Landesregierung neben der Schaffung von Arbeitsplätzen zu mehr Wettbewerb im Markt bei, begünstigen den Strukturwandel in der Wirtschaft und somit den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit. Die KfW-Gründerstudie zeigt beispielsweise unterschiedliche Finanzierungsbedarfe von Gründerinnen und Gründern auf. Hier werden wir Förderprogramme bedarfsgerecht anpassen. Aktuelles Beispiel ist die Erhöhung des Höchstbetrags von 15.000 auf 25.000 Euro bei dem erfolgreich eingeführten Programm Hessen Mikrodarlehen. Vielen Dank. Die Frage 326, Herr Abgeordneter Lenders. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich frage die Landesregierung, mit welchem Personal und mit welchen Sachmitteln ist die Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität ausgestattet? Herr Wirtschaftsminister. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Lenders, die Funktion der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität Hessen wird derzeit vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung, Abteilung Mobilität, Luftverkehr, Eisenbahnwesen, Referat römisch 5.3 ÖPNV Nahmobilität wahrgenommen. Neben dieser Funktion obliegen dem Referat noch eine Reihe weiterer Aufgaben. Eine trennscharfe Angabe von Personalstärke scheidet daher aus. Für Sachausgaben der AG Nahmobilität Hessen stehen im Haushaltsjahr 2015 Mittel aus dem Titel Mobiles Hessen 2020, wenn Sie nachschlagen wollen, ist das Förderprodukt 74 zur Verfügung. Personalausgaben der Geschäftsstelle werden daraus nicht geleistet. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Lenders. Ist es denn für die Zukunft geplant, eigenes Personal oder Sachmittel für diese Geschäftsstelle einzustellen? Aus meiner Sicht wird das Referat ÖPNV Nahmobilität, was wir ja zu Beginn der Legislaturperiode gegründet haben, Sie haben ja auch schon eine kleine Anfrage gestellt zum Referatsleiter. Insofern müsste Ihnen das bekannt sein, die Funktion der Geschäftsstelle weiterhin übernehmen. Das Förderprodukt Mobiles Hessen 2020 ist zum Haushaltsjahr 2015 geschaffen worden, wird, wenn der Landtag das so beschließt, auch im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung stehen. Und aus diesem Titel werden wir dann Sachkosten bestreiten. Frage 327, Herr Abgeordneter Franz. Ich frage die Landesregierung, aus welchen Gründen ist es ehemaligen Haupt- und ehrenamtlichen Funktionsträgern der Feuerwehren nach Aufgabe ihres Amtes nicht gestattet, das Wappen der Gebietskörperschaft, für die sie tätig waren, weiter an ihrer Uniform zu tragen? Herr Innenminister Beuth. Herr Abgeordneter, Wappen und Ärmelabzeichen werden nach § 2 Hessische Feuerwehr Bekleidungs- und Dienstgradverordnung vom 19. Dezember 2012 in Ausübung dienstlicher Tätigkeiten von Angehörigen der öffentlichen Feuerwehren an der Dienstkleidung oder an der Feuerwehrjacke und Hose in Verbindung mit der Feuerwehrschirmmütze getragen. Mit dem Wappen und dem Ärmelabzeichen der Gebietskörperschaft weist sich die Person äußerlich als deren Hoheitsträger aus und verrichtet dienstliche Tätigkeit in deren Auftrag. Nach Aufgabe des Amtes und dem Ausscheiden aus dem Dienst entfällt die Voraussetzung für die Ausübung dienstlicher Tätigkeit. Ein Tragen der oben genannten Bekleidung mit Wappen und Ärmelabzeichen darüber hinaus würde die Person äußerlich weiter als Hoheitsträger ausweisen. Handlungen könnten als Amtshandlungen und folglich als Amtsanmaßung gewertet werden. Aus diesem Grunde verbietet sich das Tragen der oben genannten Bekleidung mit Wappen und Ärmelabzeichen. Dies gilt auch für die Freiwilligen Feuerwehren. Hier existiert jedoch die Besonderheit, dass aktive Feuerwehrangehörige mit dem Ausscheiden aus der Einsatzabteilung in die Alters- und Ehrenabteilung wechseln können, die ebenfalls eine Abteilung der öffentlichen Feuerwehren nach kommunaler Satzung ist. Da diese personalrechtlich einer Versetzung und nicht einem Ausscheiden aus dem Dienst der öffentlichen Feuerwehr entspricht, dürfen die Angehörigen der Alters- und Ehrenabteilung ihre Bekleidung mit Wappen und Ärmelabzeichen weiter tragen. In Verbindung mit der Schirmmütze, selbstverständlich. Das war erschöpfend. Herr Kollege Franz, immer der Chef, bitte schön. Drücken Sie mal. Herr Staatsminister, halten Sie es dann für gerechtfertigt, dass für die Umsetzung dieser Verordnung bestimmte Einzelpersonen aufgefordert werden, ihre Wappen abzunehmen von der Uniform, während das gegenüber anderen nicht dokumentiert wird?
Herr Minister. Naja, also ich gehe mal davon aus, dass wenn sozusagen im Einzelnen jemand aufgefordert wird, dass sich das mit der entsprechenden Verordnung in Einklang befindet. Aber da wäre natürlich der Einzelfall zu betrachten. Grundsätzlich gilt natürlich der Gleichbehandlungsgrundsatz, und zwar der nach der Verordnung. Zusatzfrage, Herr Franz. Wer ist als Dienstherr verpflichtet, diese Verordnung gegenüber den bisherigen Mitarbeitern umzusetzen? Innenminister Beuth. Also die Hessische Feuerwehr Bekleidungs- und Dienstgradverordnung sieht mit Sicherheit auch jemanden vor, der sozusagen im konkreten Einzelfall sich um die Frage kümmern muss. Wer das im Detail ist, das wird sich aus der Verordnung ergeben. Die liegt mir jetzt im Moment nicht vor. Wir können aber gerne gleich mal zusammen in den Text hineinschauen. Das war jetzt keine Zusatzfrage, Frau Wisslech. Damit ist die Frage abgehandelt. Frage 328, Herr Abgeordneter Franz. Ich frage die Landesregierung, wie weit ist die landesinterne Abstimmung zur Ortsumgehung B83 Lispenhausen und zur dritten Fulda-Brücke, die in der Vorbemerkung der Beantwortung auf die Kleine Anfrage Drucksache 19-1588 angekündigt wurde? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, für die Ortsumgehung Rothenburg-Lispenhausen im Zuge der B83 erstellt Hessenmobil momentan die vertiefte technische Planung, den sogenannten Vorentwurf, einschließlich der landschaftspflegerischen Begleitplanung. Die landesinternen Abstimmungen zur dritten Fulda-Brücke sind noch nicht abgeschlossen. Zusatzfrage, Herr Kollege Franz. Ich hatte schon den mit der Schirmmütze hier. Herr Kollege, Sie müssen mir ein Zeichen geben. Jetzt habe ich es. Okay. Ist es erforderlich, im Rahmen der Anmeldung zum neuen Bundesverkehrswegeplan, dass die Ortsumgehung B83 eine erneute Bewertung erfährt? Und wie würde sich das auf die zeitliche Umsetzung bemerkbar machen? Herr Minister Al-Wazir. Also generell ist es so, dass bei Neuaufstellung eines Bundesverkehrswegeplans alle Projekte vom Bund neu bewertet werden. Alle. Sie werden nicht sozusagen mit irgendeiner Priorisierung ans Bundesverkehrsministerium gemeldet, sondern alle Projekte, ob es um Autobahnen geht, um Bundesstraßen, um Ortsumgehung, um was auch immer, werden sozusagen wertungsfrei nach Berlin gemeldet, beziehungsweise nach Bonn, weil der Großteil des Bundesverkehrsministeriums sitzt noch in Bonn, und werden dort bewertet. Das findet momentan statt. Weitere Zusatzfrage, Herr Kollege Franz. Drücken Sie mal richtig drauf. Jawohl. Gehen Sie davon aus, dass die Bewertung für die Ortsumgehung der B83 in Lispenhausen eine reelle Chance bietet, um eine schnelle Umsetzung dort durchzuführen? Sie wissen ja sicherlich, dass im Rahmen der Schließung der Alheimer Kaserne nicht nur die Ortsumgehung B83, sondern auch die vom Ministerpräsidenten Herrn Bouffier, die dritte Fulda-Brücke, ist sehr stark versprochen wurde. Und deswegen gibt es da sicherlich auch einen indirekten Zusammenhang. Herr Staatsminister Al-Wazir. Also nochmal, das Bundesverkehrsministerium bewertet alle gemeldeten Projekte und nachher beschließt der Deutsche Bundestag, sagen, wie der Bundesverkehrswegeplan aussieht. Und da haben wir keinen direkten Einfluss darauf. Dass natürlich der Bundesverkehrswegeplan auch Gegenstand von politischen Auseinandersetzungen ist, das wissen Sie. Und deswegen gehen wir mal davon aus, dass gegen Jahresende, wenn der Bundesverkehrsminister die Ergebnisse der Bewertung vorstellt, eine muntere Debatte beginnen wird. Auf die freuen wir uns. Ich möchte hinzufügen an dem Punkt, am Ende ist es ja so, dass es nicht nur darauf ankommt,
ein Planfeststellungsverfahren zu beenden. Da könnten ja theoretisch noch sich Gerichtsverfahren anschließen, sondern dass der Bundesverkehrsminister auch das nötige Geld bereitstellt. Und da soll es schon Vorhaben gegeben haben, die über lange Jahre und Jahrzehnte über Baurecht verfügen und die trotzdem nicht gebaut worden sind, weil das entsprechende Geld im Bundesverkehrswegeplan nicht bereitsteht. Ich will jetzt keine Prognose für die B83 Ortsumgehung Lispenhausen treffen, aber wenn Sie sich ein bisschen mit dieser Frage beschäftigen, wissen Sie, dass das Land Hessen da nicht der alleinige Spieler ist. Herr Kollege Warnecke, Zusatzfrage. Sind Sie richtig verstanden worden, Herr Staatsminister Al-Wazir, dass Sie, bevor die B83 Lispenhausen nicht gebaut wird, keine Anstrengungen unternehmen, planungsrechtlich die Fulda-Brücke, über die geredet wurde, in trockene Tücher zu bringen? Herr Staatsminister Al-Wazir. Also, Herr Abgeordneter Warnecke, das kann man zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht sagen. Sie wissen, dass bei der Frage der Alheimer Kaserne momentan sich einiges verändert. Wir wollen auch mit der Gemeinde sprechen über die Frage, welche Hilfestellung die Gemeinde jetzt am dringlichsten braucht. Und das würde ich an dem Punkt sagen, das eine mit dem anderen nicht im Zusammenhang bringen. Dankeschön. Frage 329, Herr Abgeordneter Dr. Hahn. Mir wurde mitgeteilt, nach 37 Absatz 8 Geschäftsordnung geht das rein in den Top 14 und 63. Vielen Dank. Dann kommen wir zu 330, Herr Abgeordneter Warnecke. Ich frage die Landesregierung. Plant sie im Zusammenhang mit einem auf Bundesebene in Vorbereitung begriffenen Bundesteilhabegesetz bzw. Bundesteilhabegeld Änderung bei dem Landesblindengeld in Hessen? Herr Sozialminister Grüttner. Herr Abgeordneter, nein. Frage 331 wird aufgerufen mit Top 1463. Das ist so mitgeteilt worden. Dann kommen wir zu 332, Herr Abgeordneter Degen. Ich frage die Landesregierung, ist es Bürgermeisterkandidaten und Bürgermeisterkandidaten bzw. Oberbürgermeisterkandidatinnen und Oberbürgermeisterkandidaten in den letzten 6 Wochen vor einem Wahltermin gestattet, Schulen zu besuchen? Herr Kultusminister Prof. Dr. Lorz. Herr Abgeordneter Degen, die Inhaber politischer Wahlämter sowie öffentliche Schulen unterliegen im Vorfeld von Wahlen dem Gebot der staatlichen Neutralität. Das folgt aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Demokratieprinzip und zum Grundsatz der Wahlfreiheit, wonach sich die Willensbildung vom Volk zu den Staatsorganen hin zu vollziehen hat. Das Neutralitätsgebot gilt auch für Amtsinhaber im kommunalen Bereich. Insbesondere sind Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die sich selbst zur Wiederwahl stellen, daran gehindert, in amtlicher Eigenschaft Wahlwerbung für die eigene Person zu betreiben. So hat es der Hessische Verwaltungsgerichtshof am 22. September 2005 entschieden. Unzulässig sind im unmittelbaren Zeitraum vor einer Wahl auch Besuche von Amtsinhaberinnen und Amtsinhabern in öffentlichen Schulen, weil sie eine beeinflussende Wirkung auf wahlberechtigte Schülerinnen und Schüler haben können. Würde die Schule den Besuch gestatten, könnte auch ihrerseits der Eindruck einer Sympathiewerbung für die Wahlbewerberinnen oder Wahlbewerber entstehen. Aus diesem Grund haben die Schulleiterinnen und Schulleiter nach Nummer 2 des Erlasses über Besuche von Abgeordneten in der Schule vom 25. Oktober 2012 Besuche von Abgeordneten des Europäischen Parlaments, des Deutschen Bundestages und des Hessischen Landtages sowie von Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern der kommunalen Schulträger in den Schulen, die auf den Wunsch der Abgeordneten oder Mandatsträgerinnen bzw. Mandatsträger stattfinden sollen, im Benehmen mit der Besucherin oder dem Besucher auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen, wenn sie in den letzten 6 Wochen vor einem Wahltermin stattfinden sollen. Zunächst Zusatzfrage, Frau Kollegin Waschke. Herr Staatsminister Lorz, vor diesem Hintergrund, den Sie gerade dargestellt haben, mit dem Verweis auf die Neutralität der Schulen in Hessen, frage ich Sie nach der Bewertung folgender Tatsache. Die Mittelstandsvereinigung der CDU in Fulda hat vor 1,5 Wochen einen Partnerschaftsvertrag mit der Konrad-Adenauer-Schule geschlossen, wo es um Vermittlung von Praktikaplätzen an Firmen geht, zwischen den Schülern und den Firmen. Wie bewerten Sie dann diese Tatsache? Herr Kultusminister Lorz. Frau, Abg-
Frau Abgeordnete Waschke, abgesehen davon, dass mir dieses Ereignis schlichtweg nicht bekannt ist, vermag ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht mit dem Zusammenhang mit dem Besuchserlass hier zu erkennen. Zusatzfrage, Herr Kollege Degen nochmal. Herr Kultusminister, habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie folglich keine Einflussnahme auf die Schülerinnen und Schüler sehen, wenn Sie in Begleitung eines Oberbürgermeisterkandidaten 5 Tage vor einer Stichwahl eine Schule besuchen? Herr Staatsminister. Herr Abgeordneter Degen, da ich ja weiß, auf welches Ereignis Sie anspielen, der entscheidende Unterschied in diesem Fall ist, dass es sich nicht um eine öffentliche Schule gehandelt hat. Und der Erlass, den ich eben zitiert habe, gilt auch nur für öffentliche Schulen. Für Schulen in freier Trägerschaft, und darum handelt es sich bei dieser Schule, von der Sie sprechen, gilt das Gebot der staatlichen Neutralität im Vorfeld von Wahlen nicht. Denn sie sind nicht Teil des Staates, und zwar auch dann nicht, wenn sie den Status einer anerkannten Ersatzschule haben und damit berechtigt sind, Prüfungen abzunehmen und Zeugnisse zu erteilen, sondern sie sind Teil der Gesellschaft und können als solche auf den politischen Wettbewerb Einfluss nehmen. Für ihre Träger gilt das Grundrecht der Privatschulfreiheit nach Artikel 7 Absatz 4 Grundgesetz. Zwischenfrage, Zusatzfrage, Herr Merz. Herr Minister, wie grenzen Sie denn Besuche, die unter den Erlass fallen, von solchen Besuchen ab, die Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister beispielsweise in ihrer Eigenschaft als Schuldezernentinnen und Schuldezernenten, also in dienstlicher Eigenschaft, in unmittelbarer dienstlicher Eigenschaft in Schulen vornehmen müssen, um sich vor Ort über bestimmte Sachverhalte zu erkundigen? Unterliegen die dann einer besonderen Genehmigungspflicht, muss der Schuldezernent um Genehmigung ersuchen, um seine eigene Liegenschaft besichtigen zu dürfen. Herr Kultusminister, Professor Dr. Lorz. Herr Abgeordneter Merz, ich darf dazu vielleicht auch den Erlass zitieren. Sofern die Besucherinnen und Besucher sich über Fragen der inneren Organisation der Schule, ihren Unterricht und andere Fragen des inneren Schulbetriebes informieren wollen, entscheidet nach § 15 Absatz 5 der Dienstordnung für Lehrkräfte, Schulleiterinnen und Schulleiter die Schulleiterin oder der Schulleiter. Den Wünschen der Besucherinnen und Besucher soll entsprochen und die erbetenen Sachinformationen erteilt werden, soweit dies schulorganisatorisch vertretbar ist. Und dann kommt der Satz, den ich vorhin schon zitiert habe. Besuche, die in den letzten 6 Wochen vor einem Wahltermin stattfinden sollen, sind im Benehmen mit der Besucherin oder dem Besucher auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen. Also es geht hier um Besuche, die eben allgemeine Fragen der inneren Schulorganisation, Unterricht und andere Fragen des inneren Schulbetriebes zum Gegenstand haben. Sollte beispielsweise jetzt irgendwie die Schule, es in der Schule gebrannt haben und der zuständige Dezernent sich vor Ort ein Bild vom Schaden machen wollen, dann fällt das natürlich nicht unter diese Regelung. Und letzte Zusatzfrage, Abgeordneter Degen. Auch wenn ich im Erlass vom 25. Oktober 2012 keine Unterscheidung sehe zwischen öffentlicher Schule und Schule in freier Trägerschaft, frage ich die Landesregierung nochmals, ob sie der Meinung ist, dass bei einem Besuch 5 Tage vor einem Wahltermin, auch wenn es sich um eine freie Schule handelt, keine Einflussnahme gegenüber den Schülern stattfindet. Herr Staatsminister Professor Dr. Lorz. Herr Abgeordneter Degen, der Erlass trifft deswegen keine ausdrückliche Unterscheidung, weil der Erlass per Definition nur für die öffentlichen Schulen gilt. Denn nur diese können wir auch in dieser Form regulieren. Unsere Aufsicht gegenüber den Schulen in freier Trägerschaft ist dementsprechend eingeschränkt. Und deswegen ist auch letzten Endes die Entscheidung der Schule in freier Trägerschaft, ob sie das mit Blick auch auf ihre Schülerinnen und Schüler gestatten will oder nicht. Meine Damen und Herren, dürfen wir weiterfahren? Die Frage, wir haben eine Frage schon. Ne? Noch mal neue Frage stellen, neu formulieren. Es gibt ja noch andere Möglichkeiten, das Thema zu beraten. Ich rufe auf die Frage 333. Frau Ab. Mit Top 66. Geht auch in. Ich will sie nur ausführen, bevor er nicht Ruhe ist, führe ich nicht aus. Abgeordneter Geis wird aufgerufen mit Top 66 am Mittwoch 9 Uhr. Das ist mitgeteilt. Dann rufe ich Frau Abgeordnete Geis mit der Frage 334 auf. Sie haben das Wort.
Ich frage die Landesregierung, wie stellt sie sicher, dass der zur Beseitigung des Bahnübergangs BÜ3 an der L3030 in Ginsheim-Gustavsburg, Ortsteil Gustavsburg, erforderliche Grunderwerb von angrenzendem Gelände durch die Hessische Landgesellschaft bis zum 30. November 2015 erfolgt, um so die erforderliche Hauptausschreibung Anfang 2016 zu ermöglichen? Herr Verkehrsminister Al-Wazir. Sehr geehrte Frau Abgeordnete, der Vorhabenträger Hessenmobil arbeitet mit den Projektbeteiligten momentan die notwendigen Arbeitsschritte nach einem strikten Zeit- und Arbeitsplan ab. Die Landesregierung lässt sich im Rahmen des Projektcontrolling über Abweichungen berichten und veranlasst bei Bedarf die erforderlichen Maßnahmen. Zusatzfrage, Frau Kollegin Geis. Herr Minister, habe ich Sie so verstanden, dass sichergestellt ist, dass bis zum 30.11.2015 die Besitzeinweisung für die erforderlichen Grundstücke erfolgt ist? Minister Al-Wazir. Frau Abgeordnete, sicher im Leben ist einzig und allein der Tod, aber wir arbeiten dran. Herr Kollege Kummert, weitere Zwischenfrage. Herr Staatsminister, geht's? Herr Staatsminister Al-Wazir, ist Ihnen bekannt, dass in dieser Angelegenheit DB Netze in großer Sorge darum ist, dass bis 30. November diese Besitzanweisung nicht erfolgen kann und damit sich die Maßnahme um weitere 2 Jahre verzögern könnte? Herr Staatsminister Al-Wazir. Ja, das ist mir bekannt. Deswegen habe ich ja auch von einem strikten Zeit- und Arbeitsplan gesprochen und von der Tatsache, dass wir gesagt haben, dass bei Abweichungen uns berichtet werden soll. Ich sehe nicht die Kollegin Geis, weil der Kollege Merz sie total verdeckt. Sie hat sich nicht gemeldet. Okay, danke schön. Dann komme ich zur Frage 335, Abgeordneter Gremmels, bitte. Frage die Landesregierung. Was war der Grund dafür, dass das staatliche Schulamt Kassel die Herderschule Kassel angewiesen hat, einen Artikel der Hessisch-Niedersächsischen Allgemeinen, der sich kritisch mit der geplanten Kürzung der Lehrerzuweisung für Oberstufen auseinandergesetzt hat, von der Schulhomepage zu nehmen? Herr Minister Dr. Lorz. Herr Abgeordneter Gremmels, eine Schulhomepage dient insbesondere zur Außendarstellung des schulischen Lebens und der pädagogischen Arbeit. Sie liefert somit Informationen zum schulischen Profil, den personellen Zuständigkeiten einer Schule und vermittelt Einblicke in die unterrichtliche Arbeit. Des Weiteren dient sie der Kommunikation innerhalb der Schulgemeinde bezüglich pädagogischer und schulorganisatorischer Belange, sodass Homepages häufig neben den öffentlichen auch interne Bereiche für Lehrer, Eltern und Schüler aufweisen. Für den Inhalt der Homepage ist die Schulleiterin bzw. der Schulleiter inhaltlich primär verantwortlicher. Im konkreten Fall wurde nach dem Bericht des staatlichen Schulamtes der Schulleiter der Herderschule Kassel lediglich gebeten, Kritik am Dienstherrn nicht auf der offiziellen Homepage der Schule zu verbreiten. Denn durch die Veröffentlichung eines entsprechenden Zeitungsberichts auf der Schulhomepage machen sich die Verantwortlichen die Kritik am Dienstherrn zu eigen und geben dies gegenüber einem unbestimmten Leserkreis auf offiziellem Wege kund. Dies ist weder mit dem beamtenrechtlichen Treueverhältnis noch mit der Neutralitätspflicht vereinbar. Zusatzfrage, Herr Kollege Gremmels. Herr Minister, bei dem Festakt waren Sie ja auch zugegen und die Schülerinnen und Schüler haben Ihnen ja eine ganze Unterschriftenliste von Eltern und der Beschäftigten und ihrer Schüler selber gegeben gegen die Verkürzung der Personalzuweisung der Oberstufe. Auch dieser Bericht mit Foto in der HNA steht auf der Schulhomepage. Muss dieser Bericht auch heruntergenommen werden? Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter Gremmels, wie Sie, glaube ich, meinem Verhalten auch bei diesem Festakt entnommen haben, bin ich da relativ entspannt. Ich fand es auch eine gute Diskussion, die wir da geführt haben. Meine Einladung steht übrigens auch nach wie vor, die ich gegenüber den Schülervertretern ausgesprochen habe, dass ich gerne zu einer spezifischen Diskussion über diese Fragen an die Herderschule Kassel komme. Und deswegen habe ich persönlich mit so einer Berichterstattung kein Problem. Zusatzfrage, Frau Abgeordnete Schott. Wenn es solche Anweisungen gegeben hat, dann frage ich mich im Rückblick auf diese Veranstaltung, die insgesamt sehr gelungen war aus meiner Sicht,
warum ausgerechnet der Schulleiter über diese Problematik kein einziges Wort verlautbart hat, während doch die meisten anderen Festredner sich des Themas angenommen haben, weil sie es offensichtlich schwer beschäftigt. Hat es auch diesbezüglich Anweisungen gegeben, dieses Thema nicht anzusprechen? Herr Kultusminister. Frau Abgeordnete Schott, dazu kann ich Ihnen keine Auskunft geben. Ich denke, worüber die einzelnen Redner gesprochen haben, welcher Form sie es thematisiert haben. Der Personalratsvorsitzende hat ja auch das, was jetzt Gegenstand der mündlichen Frage war, entsprechend angesprochen, haben das für sich selbst entsprechend entschieden. Und Zusatzfrage, Herr Kollege Kremmels. Fragen wir mal andersrum. Können Sie denn ausschließen, dass das Staatliche Schulamt Kassel die Schulleitung angewiesen hat, dieses Thema nicht zu thematisieren? Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter Gremmels, mir ist mitgeteilt worden, es habe eine Bitte bezüglich dieser Homepage von Seiten des Schulamtes an den Schulleiter gegeben, mit Rücksicht auch auf den Charakter des Festaktes, so wie Sie es eben formuliert haben. Nein, ausschließen kann ich das hier nicht. Das geht nicht, Frau Kollegin Schott. Dankeschön. Die Frage 336, Herr Abgeordneter Rock. Ich frage die Landesregierung, wann wird sie eine Ausführungsverordnung zum Hessischen Betreuungs- und Pflegegesetz, das am 16. Februar 2012 in Kraft getreten ist, erlassen? Herr Sozialminister Grüttner. Herr Abgeordneter, das am 21. März 2012 in Kraft getretene Hessische Gesetz über Betreuungs- und Pflegeleistungen sieht in § 26 Absatz 1 als Übergangsregelung vor, dass die bisherigen Rechtsverordnungen zum abgelösten Heimgesetz des Bundes fortgelten. Damit wurde im Zuge des Inkrafttretens des Hessischen Gesetzes über Betreuungs- und Pflegeleistungen sichergestellt, dass die bisherigen Verordnungen weiter gelten und damit keine Anführungszeichen Verordnungslücke entstand. Die bisherigen Verordnungen haben sich in der Praxis bewährt und werden nach wie vor sachgerecht angewandt. Sachgerechte mögliche Entwürfe zu den Verordnungen werden auf der Grundlage der Erfahrungen mit dem HGBP erarbeitet werden und dann im Verordnungswege in einer Verordnung zusammengefasst. Zusatzfrage, Herr Kollege Rock. Ich frage den Minister, wie denn ein Zeitplan aussieht oder die Absicht in diesen Verordnungen, was zu verändern. Herr Sozialminister. Herr Abgeordneter, wir müssen sehen, wie wir die bewährten Teile der bisherigen Verordnungen weiterführen, wie wir zum Teil neue Standards, vorhanden sind, mit aufnehmen können, wie wir die vier bestehenden weiteren Verordnungen in einer Verordnung zusammenfassen können. Und geplant ist, dieses alles möglichst zeitnah auf den Weg zu bringen. Frage 337, Herr Abgeordneter Rock. Ich frage die Landesregierung, wie viele hessische Arbeitgeber machen von der Möglichkeit Gebrauch, nach § 3 Nummer 33 Einkommenssteuergesetz ihren Mitarbeitern sozial- und abgabenfrei die Kinderbetreuungskosten ganz oder teilweise zu erstatten? Herr Staatsminister Schäfer. Dass die Politik ja in Summe einende politische Ziel der Vereinbarkeit von Familie und Beruf schlägt sich auch im Steuerrecht nieder. Deshalb gilt im Grundsatz die gleiche Regelung, dass bestimmte Beträge, die notwendig sind, um Betreuung zu organisieren, während der Arbeitszeit steuerfrei gestellt werden. Das geschieht entweder dadurch, dass, wenn der Steuerpflichtige selbst die Aufwendungen trägt, er sie zu einem bestimmten Teil nicht versteuern muss. Umgekehrt, wenn der Arbeitgeber diese entsprechende Zahllast trägt, dass der Arbeitgeber die Dinge nicht versteuern muss. Das ist sozusagen systemneutral. Allerdings können wir nicht identifizieren anhand der Abführungsbeträge bei der Lohnsteuer, wie viele Arbeitgeber davon letztlich Gebrauch machen. Denn die Abführung bei der Lohnsteuer wird nur pauschal und in einer Summe erfolgt sie, ohne aufgegliedert zu werden nach Steuerpflichtigen oder gar nach dessen einzelnen Lohnsteuermerkmalen. Die Einhaltung dieser Vorschriften wird auf einem anderen Wege, nämlich im Rahmen von Lohnsteueraußenprüfungen, gesondert geprüft. So, dann komme ich zur Frage
338, Herr Abgeordneter Gremmels. Ich frage die Landesregierung. Wieso wird das Projekt Erster, das Handwerk fährt E-Mobil, das unter anderem von ihr unterstützt wird, nur im Rhein-Main-Gebiet durchgeführt? Herr Wirtschaftsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, das Projekt Erster, das Handwerk fährt E-Mobil, setzt die Landesregierung gemeinsam mit den Städten Frankfurt und Wiesbaden sowie den Handwerkskammern Frankfurt, Rhein-Main und Wiesbaden um. Die Landesregierung verfolgt damit das Ziel, die Elektromobilität für Bürgerinnen und Bürger sichtbar und erfahrbar zu machen. Mit diesem Projekt wird gezielt ein Personenkreis angesprochen, der innovativ und technisch aufgeschlossen ist und darüber hinaus, eine hohe Sichtbarkeit im Stadtbild gewährleistet. Mit Blick auf die bestmögliche Sichtbarkeit unter Berücksichtigung der begrenzt zur Verfügung stehenden Mittel und weil es sich um ein durch Forschungsprojekt begleitetes Pilotvorhaben handelt, wurde das Projekt den drei einwohnerstärksten Städten des Landes angeboten. Zudem setzt das Projekt darauf, dass sich die Kommunen mit eigenen Mitteln beteiligen. Zu einer Teilnahme haben sich dann Wiesbaden und Frankfurt am Main entschieden. Ich darf hinzufügen, bei Lektüre der HNA am heutigen Morgen kann ich Ihnen folgenden Artikel empfehlen. Der beginnt mit den Worten Niestetal, kennen Sie. Seit einer Woche fährt Udo Schwand, Geschäftsführer der Firma Garten- und Landschaftsbau Schwand, ein Elektroauto und ist begeistert. Ich muss sagen, dass ich das Auto fast schon lieber fahre als meinen eigenen Ford Galaxy, sagt Schwand. Er nimmt am zweiwöchigen Pilotprojekt E-Flotte Elektromobil unterwegs des Hessischen Wirtschaftsministeriums teil. Es könnte ein Auto für mich sein, weil es der Antrieb der Zukunft ist. Schwand ist einer von 57 hessischen Unternehmern, 7 aus Nordhessen, die sich an dem bisher bundesweit einmaligen Projekt beteiligen. Also Sie sehen, es gibt doch durchaus auch in Nordhessen Handwerker, die bereit sind, die E-Mobilität im Alltagsgebrauch zu testen und sich am Projekt unseres Ministeriums zu beteiligen. Dann kommen wir zur Frage 339, Herr Abgeordneter May. Ja, ich frage die Landesregierung, wie ist der Stand der Vorbereitung für die Inbetriebnahme der Partikeltherapieanlage am Universitätsklinikum Gießen-Marburg? Herr Staatsminister Rhein. Herr Abgeordneter May, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Planung für die Aufnahme der Patientenbehandlung im Marburger Ionenstrahl Therapiezentrum ist aufgesetzt worden. Die Personalrekrutierung erläuft, ich füge in Parenthese hinzu, bei sehr hohem Aufwand erfolgreich. Seit der Übernahme des Zentrums, das ist gewesen im Oktober 2014, sind zunächst einmal die Wartungsarbeiten zur Wiederherstellung der Betriebsfähigkeit der Teilchenbeschleuniger und der Bestrahlungstechnik durchgeführt worden. Am 24. März ist es dem gemischten Team aus Heidelberg und Marburg um Herrn Professor Haberer gelungen, den ersten Strahl in einen Behandlungsraum zu transportieren. Aktuell liefern die Beschleunigersysteme einen Strahl in hoher Qualität in 3 der 4 Behandlungsräume. Sie wissen, dass es Unterschiede in den Behandlungsräumen gibt von der Neigungstechnik her und so weiter und so fort. Für den Spätsommer sind Systemtests vorgesehen unter der Einbeziehung natürlich der Genehmigungsbehörden, aber auch des Herstellers, also Siemens. Anschließend sollen dann die Schulungen, die ja nicht ganz ohne Umfang sind, für die klinischen Teams stattfinden. Insgesamt heißt das, um einen Strich zu ziehen, sind die Vorbereitungen für die Aufnahme des Behandlungsbetriebs plankonform. Das heißt, dass der erste Patient aus heutiger Sicht, wie das auch, wie gesagt, geplant gewesen, im 4. Quartal 2015 behandelt werden kann. 2014, ja. Zusatzfrage, Herr Kollege May. Ja, Herr Minister, wie kann denn von dem bisherigen Start her die Forschungskooperation zwischen den beiden Unis von Ihnen bewertet werden? Herr Minister, Sie müssen mal. Die Forschungskooperation läuft ebenfalls, wenn ich so formulieren darf, plankonform. Aber das ist, glaube ich,
eine untertreibende Beschreibung. Ich finde, dass die Forschungskooperation sogar außergewöhnlich positiv läuft, sehr erfreulich zwischen den beteiligten Partnern, was insbesondere, das will ich hier schon mit großer Wertschätzung hinzufügen, auch damit zu tun hat, wie die Präsidentin und die Präsidentin der Marburger Universität, aber auch die Beteiligten aus Marburg und allen anderen sich um die Dinge gekümmert haben. Das läuft wirklich vorbildlich. Können wir sehr erfreut sein als Hessischer Landtag, dass es so ist, wie es ist. Zusatzfrage, Herr Dr. Spieß. Drücken Sie das Knöpfchen. Herr Staatsminister, welche Forschungskooperationen finden denn bislang statt und welche Ergebnisse bzw. Publikationen haben sich daraus bisher ergeben? Herr Staatsminister Rhein. Herr Dr. Spieß, hätte mir auch gefehlt, wenn Sie zu dem Thema keine Frage gestellt hätten. Zunächst einmal ist es ja ein großer Erfolg überhaupt, dass wir die Forschungskooperation zwischen Marburg und Heidelberg haben. Es ist ja nicht absehbar gewesen, dass es überhaupt dazu kommt. Das ist die Conditio sine qua non dafür gewesen, dass überhaupt wir in Marburg wieder haben, die Partikeltherapie in Betrieb nehmen können. Es wäre eine Ironie des Schicksals gewesen, wenn eine hessische Erfindung nicht in Hessen läuft. Und deswegen verzeihen Sie mir, wenn ich Ihnen jetzt nicht im Einzelnen jede einzelne Forschungskooperation, die dort stattfindet, mit welchem Strahl welcher Tumor behandelt werden kann, beziehungsweise unter welchen Voraussetzungen hier jetzt aus dem Kopf skizzieren kann. Ich bin aber gerne bereit, Ihnen das selbstverständlich schriftlich nachzuliefern. Dann kommen wir zur Frage 340, Frau Abgeordnete Löber. Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung, wenn bei Kontrollen von Eiern auf Salmonellenerreger diese nur auf dem Ei gefunden werden? Frau Staatsministerin Hinz. Frau Abgeordnete Löber, werden bei Kontrollen von Eiern Salmonellenerreger auf der Schale gefunden, wird eine Vielzahl von abgestimmten Maßnahmen ergriffen, um eine Gesundheitsgefährdung der Verbraucherinnen und Verbraucher auszuschließen. Daran sind unterschiedliche Behörden beteiligt, die auf einer klaren Rechtsgrundlage tätig sind. Lassen Sie mich das Ganze exemplarisch erklären. In Hessen untersucht das Hessische Landeslabor LHL alle Proben, die von den zuständigen kommunalen Lebensmittelüberwachungsbehörden eingereicht werden. Wird dabei eine Kontamination mit Salmonella spezies auf der Eischale festgestellt, erhalten die kommunalen Behörden umgehend eine Mitteilung. Denn Eier, deren Schale mit Salmonellen kontaminiert ist, gelten als nicht sichere Lebensmittel im Sinne von Artikel 14 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2a der Verordnung EG 178/2002. Das bedeutet ganz einfach, diese Eier gelten als gesundheitsschädlich. Die zuständigen Behörden vor Ort ergreifen die notwendigen Maßnahmen auf Grundlage des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches. Konkret kann das heißen: Kontaktaufnahme zu den betroffenen Unternehmen, Sicherstellung von vorhandener Ware, Ermitteln der Vertriebswege, bei grenzüberschreitendem Handel Absetzen einer Schnellwarnung über das europäische Schnellwarnsystem. Der Unternehmer ist darüber hinaus im Rahmen seiner Primärverantwortung verpflichtet, die Eier aus dem Handel zu nehmen. Besteht Grund zur Annahme, dass bereits Eier verkauft wurden, hat der Lebensmittelunternehmer die Verbraucherinnen und Verbraucher in geeigneter Weise zu informieren und das Lebensmittel zurückzurufen. Die zuständigen kommunalen Lebensmittelüberwachungsbehörden beurteilen die Angemessenheit der ergriffenen Maßnahmen und überwachen deren Durchführung. Kommt der Unternehmer seiner Verpflichtung nicht oder nur unzureichend nach, wird die Vorortbehörde tätig und warnt öffentlich vor dem nicht sicheren Lebensmittel. Im Falle überregionaler Bedeutung kann das Ministerium diese öffentliche Warnung aussprechen. Dies geschieht in jedem Fall in enger Absprache zwischen Ministerium, kommunalen Behörden und der Schnellwarnkontaktstelle beim RP Darmstadt. Dies alles sind eingeübte Abläufe, die sich aus klaren rechtlichen Grundlagen, dem Qualitätsmanagement in der Lebensmittelüberwachung und einer klaren Zuständigkeitsverteilung, die im Krisenfall einen schlagkräftigen Verbraucherschutz sicherstellt, ergeben. Lassen Sie mich noch hinzufügen, dass der Nachweis von Salmonella spezies auf Eischalen im Rahmen der Untersuchungen ein sehr seltenes Ereignis geworden ist
Und das kein Zufall, sondern ein Ergebnis von das ist kein Zufall, sondern ein Ergebnis von amtlich vorgeschriebenen präventiven Bekämpfungsmaßnahmen sowie dem Salmonellenbekämpfungsprogramm nach der europäischen Verordnung von 2003 zur Bekämpfung von Salmonellen und bestimmten anderen durch Lebensmittel übertragbaren Erregern. Damit ist diese Frage beantwortet. Ach, der Kollege Warnig, noch was zum Salmonellenei, bitte schön. Frau Staatsministerin, angesichts des Skandals, den es in Bayern zum Thema Flüssigeier gegeben hat, gilt denn das, was Sie gerade verordnungsmäßig vorgetragen haben, auch für die entschalten Eier, sprich für die Flüssigeier? Frau Ministerin. Also dann sind keine Salmonellen auf der Schale, sondern im Ei. Ja? So, also insofern besteht da ein Unterschied. Aber natürlich ist es so, dass die Kontrollwaren und Außerverkehrbringungsmaßnahmen dann natürlich genauso stattfinden. Das ist völlig klar. Also das Schnellwarnsystem funktioniert auch in dem Fall. Das war's für heute mit der Fragestunde, meine Damen und Herren. Ich stelle anheim, weil 2 Monate dauern bis zur nächsten Sitzung, dass man sich auch die Fragen schriftlich beantworten lassen kann. Das müsste allerdings heute geschehen, damit es ins Protokoll geht. Nur eine Empfehlung, ansonsten im September geht es weiter.